Wir stellen Pumpenschutzventile her. Die sind zum Schutz der Pumpen, also damit die nicht trocken laufen. Und da muss ja eine bestimmte Durchstrommenge durchlaufen halt, ne? Wegen Pumpenschutz, wegen der Schmierung und so weiter und so fort. Die unterscheiden sich durch die Durchflussmenge. Im Prinzip sind ja die Funktionen gleich. Wir haben von Nenndurchmesser 32 bis 300, 350, er kommt auch schon mal 400 davor. Sind schon von der Größe sehr unterschiedlich, ja? Also von 20 Kilo bis 2,5 Tonnen sind die. Wir kriegen die Rohteile, die Federn, Schrauben und die Führungen. Den Rest machen wir alles hier bei uns. Wir haben schon mehrere Fräs- und Drehmaschinen. So, und jetzt die erste Schweißroboteranlage. Entschieden haben wir uns für drei Schweißstationen. Also erstmal für die Kegelschweißung. Das ist der Schweißplatz Nummer 1. Da werden hauptsächlich Kegel geschweißt. Und dann gehen wir auf Schweißplatz 2. Da ist der Drehwendepositionierer. Da bekommen also von DN 100 bis 350 kommen da drauf. Also bis 1,5 Tonnen kann man da schweißen. Durch eine Sonderanfertigung von dem Drehwendepositionierer. Da werden die großen Unter- und Oberteile geschweißt. Und an dem anderen Tisch, da kommen Panzerungen und hier mehrere kleine Sachen. Bis DN 100 oder DN 80er. Also wir haben schon öfter Anlagen, die mehrere Stationen haben. Hier war eben die Problematik, wir haben drei Stationen und müssen alle drei Stationen mit den unterschiedlichen Bauteilen, die sich auf den Stationen befinden können, noch optimal erreichen können. Das heißt, man kann auch sehen, wenn man sich die Zelle anguckt, dass der Bereich, in dem der Roboter wirklich steht, sehr klein ist. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass der Roboter eben an jeder Station noch die entsprechende Reichweite haben muss. Das heißt, alles, was wir an Kabine, in der der Roboter steht, größer gemacht hätten, hätten wir an Zugänglichkeit in den Einzelstationen verloren. Das ist ein 2-Meter-Roboter, der hier im Einsatz ist, also 2 Meter horizontale Reichweite. Ansonsten hätte man den Roboter noch verfahren müssen. Das heißt, die räumliche Anordnung der Komponenten innerhalb dieser ganzen Anlage war die zweite große Herausforderung, außer dem Umstand, dass die Deckenhöhe sehr begrenzt ist. Also wir haben einmal den Roboter, das ist eigentlich die einzige Komponente, die wir so zukaufen, wie sie dann am Ende ist. Das heißt, die anderen Komponenten wie die Positionierer und so weiter, die kommen aus unserer Konstruktion, die werden dann kundenspezifisch in den meisten Fällen angepasst. Also wir haben Grundlagen dafür natürlich, wir nehmen immer die gleichen Getriebe, wir nehmen immer die gleichen Motoren, das ist ja ein System, was dann kommt, der Roboter mit den entsprechenden Motoren. Aber die Geometrie der einzelnen Positionierer wird eben angepasst, den kundenspezifischen Anforderungen eben. Von EWM an sich ist die Schweißausrüstung. Also wir haben hier die modernste Automatenstromquelle, die im Augenblick auf dem Markt sich befindet. Das ist die Titan XQR. Das ist eine 500er Stromquelle in dem Fall hier mit einem Drahtvorschub. Auch ein neues Gerät, Wasserkühlung selbstverständlich und ganz entscheidend der Roboterbrenner, der eben komplett von EWM kommt mit der entsprechenden Crashbox dazu. Hier war es auch so, dass durch die verminderte Zugänglichkeit der kleinen Teile eben ein besonderer Brenner vonnöten war. Und der wurde dann halt von der Brennerabteilung von EWM im Hause extra für diesen Einsatzfall entwickelt. Wir haben eben Teile, die, ich sag jetzt mal, einen Innendurchmesser von vielleicht 50 mm haben und da drin muss eine Auftragsnaht gemacht werden. Die ist zwar rotationssymmetrisch, insofern eigentlich nicht schlecht zu automatisieren, gerade bei mechanisch bearbeiteten Teilen, die wir hier vorfinden. Aber die Größe, wir müssen halt einen Brennerkopf da unten reinbringen. Gott sei Dank muss der Roboter nicht sehen. Ein Handschweißer hätte noch größere Probleme. Der würde an dem Kopf gar nicht vorbeigucken können. Insofern, der Kopf ist gerade so groß, dass er da reinpasst, sodass wir die kleinsten Teile auch noch schweißen können. Wir sind ja jetzt seit 2018, gehören wir zur EWM-Gruppe und haben natürlich dann noch andere Möglichkeiten, auch gerade was den Brenner betrifft. Hier war es so, dass ich mit meinen Kollegen von EWM das kurz besprochen habe und 4, 6 Wochen später hatten wir eine Lösung. Also ich möchte zukünftig die Qualität, also es wird nur eine Schweißnaht geben, also eine Qualität und dass wir alles damit schweißen werden.